Hi, hier ist wieder euer Frankenranger. Ich zeige euch heute was. Und zwar ist es dieses Solarpanel. Nee, ist natürlich Quatsch. Aber ich habe das jetzt hier mal in die Auslage vorne gelegt, um meine Powerbank zu laden. Ich wollte das Ding ja mal ein bisschen testen auf Dauer. Und ja, eins von vier Punkten hatte die Powerbank noch. Und die lädt jetzt hier auch schon. Die Anzeige kann ich jetzt gar nicht sehen, irgendwie mit 1 Ampere oder so. Und die Sonne wandert jetzt genau hier entlang. Und ich zeige euch heute was, und zwar ist das ein Teil von der ehemaligen Grenze. Da möchte ich heute ein paar Kilometer laufen, die innerdeutsche Grenze. Und ja, einfach heute ist Bombenwetter und habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal wieder mit. Wenn es euch interessiert, bleibt dran und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe mir heute wieder eine Strecke rausgesucht, wo ich zumindest nicht die ganze Strecke kenne, damit ich mal wieder irgendwas Neues sehe. Und ist gar nicht so weit entfernt von mir zu Hause, der Startpunkt. Ich bin hier bei, also hinter mir liegt jetzt Weißenbronn vom Wald. Und jetzt laufe ich hier Richtung, ja, Richtung Grenze. Man könnte theoretisch auch weiter drüben starten, so Richtung Döhlau. Allerdings, ja, da haben sie die ICE-Strecke durchgebaut und die müsste man überqueren. Und das ist eher ungünstig, ne? Und ja, schaue ich mal, dass ich hier eine schöne Runde zusammenkriege. So 10 Kilometer möchte ich mindestens machen. Und also das Wetter ist ja mega. Wir haben jetzt gerade mal 9:30 Uhr früh. 9:30 Uhr. Und das ist jetzt schon warm. Heute soll es bis zu 18 Grad werden. Da wird dann wahrscheinlich auch endlich mal mein Bärlauchfeld aufblühen. Hier hinten übrigens der Blessberg mit seinem Riesenturm drauf. Ich weiß gar nicht, ob man es gescheit sieht hier. Genau. Da sieht man ihn. Auch ein sehr schöner Berg zum Wandern. Und ihr wisst ja, dass die Itzquelle. Grünes Band Deutschland. Das grüne Band ist ein 1400 Kilometer langer Biotopverbund. Jawohl. Na, da könnten wir auch mal einen Weitwanderweg machen. Antipersonenminen konnte nicht mehr aufgefunden werden. Tja, bleiben wir mal auf dem Weg, ne? Panoramaweg, Schaumberger Land, Grenzwanderweg im Landkreis Sonneberg, Sumbach, oh, der B-Turm in Almerswind. Wo steht der? Den kenne ich ja gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir da nach oben. Und zwar hier, vermute ich mal stark, genau. Hier kommen die ersten Anstiege. Mich am Arsch. Geil, ist genau mein Wetter. Falls wer Bock auf Morgensport hat, ist er hier genau richtig, hey. Gleich bin ich oben. Mal guck an. Eine kleine Feuerstelle. Ist abends bestimmt cool hier. So, jetzt bin ich genau drauf. Hier fangen sie an, die guten alten Grenzplatten. Immer wieder geil auf dem grünen Streifen irgendwie. Der grüne Streifen, das ist ja eigentlich so
gut wie alles Naturschutzgebiet. Und es ist auch gut so. Und es sieht mir der Natur hier halt auch an. Ne? Also wirklich, hier sind dann keine Dörfer, nix. Und also direkt jetzt auf dem Grenzstreifen. Und es ist schon cool hier zu laufen. Ne? Also wer in der Nähe von der Grenze wohnt, ich meine, die meisten werden es dann eh schon kennen, aber immer wieder geil, wirklich. Dann macht es jetzt unsere Linkskurve. Da laufen wir dann, also das Endziel ist eigentlich Emsstadt. Ja, schauen wir mal. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Kilometer das jetzt sind, die ich laufe. Ich habe das nur so auf der Karte abgeschätzt. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Strecke und ich hätte nochmal einen richtig hohen Punkt, wo ich mal funken kann. Da macht es richtig Spaß. Auch mit geringer Leistung geht es da schön. Und ja. Nee, die WAC-Bänder sind da viel schöner. Da ist kein Contest drauf und nichts. Das ist ganz was anderes. Sonst ist immer Contest und ist ja auch vor. Wer es macht, soll es machen, um Gottes Willen. Aber ich weiche da immer aus. WAC-Bänder. 12 Meter Band. Geht immer sehr gut Richtung Japan. Also. Da bist dein Japan voll an Schlag. Also, überhaupt kein Thema, wenn es geht, geht. Na, das klingt doch sehr vernünftig, jawohl. Na, ich bin dann immer noch weiter im Hintergrund. Ich bin bestimmt noch eine Stunde, eineinhalb Stunden locker unterwegs. Also vielleicht hört man sich ja nochmal. Da würde ich da sagt die Mine auf. Ich habe einschalten, die Geräte am Auffahren und dann muss man sehen, was ich das. Da Libanon geht schön. Beirut sind immer mehr drauf, die kennen wir ja mittlerweile. Wie gesagt, da von VK, sprich Australien oder Japan, das geht ja sehr gut in der Zeit. Okay, bis später dann, 73, der Bravo 1, November Tango. So, haben wir den ersten Funkpartner auch schon gehabt. Aber jetzt genießen wir mal wieder ein wenig die Ruhe. Geile Gegend hier, mega geil. Aber wenn man bedenkt, dass hier früher Zäune waren und Minen und heute ist es die schönste Natur. Jo, da hat irgendein Kind seine Spitze verloren. Ich werde irgendwo mal offensichtlich deponieren. Vielleicht sucht das er ja noch. Oh, was liegt denn da rum? Bierdosen. Das Schweine. Ehrlich. Warum mache ich das? Alles leere Bier. Meine Fresse. Idioten sterben halt nie aus. Oh, jetzt geht's den Berg wieder ganz schön runter. Das müssen wir nachher auch wieder hoch. Von da hinten sind wir gekommen. Jetzt geht's weiter dann hier Richtung Emsstadt hier vorne. Wisst ihr, was ich sehr interessant finde, was mir gerade aufgefallen ist? Wenn man sich so umguckt, hier ist alles sehr dicht bewachsen, weil es eben kein Nutzwald ist.
Aber hier sieht man auch nirgendwo den Borkenkäfer. Oder befallene Bäume vom Borkenkäfer. Ob das wohl einen direkten Zusammenhang haben könnte? Man weiß es nicht. Der Weg, der geht jetzt da noch gefühlt ewig weiter, ne? Deutsche Grenze halt. Innerdeutsche Grenze halt. Ja, und ich habe jetzt so knappe 6 Kilometer. Das heißt, wenn ich noch zurück muss, dann sind es 12 Kilometer und irgendwann muss ich mal umdrehen. Und das werde ich jetzt tun. Vielleicht laufe ich ab nächstes Mal einfach ab hier weiter. Ich glaube, so mache ich das. Und dann nehme ich euch natürlich gern wieder mit. So, da war sie wieder, diese Steigung. Da war sie wieder. Herrlichstes Wetter. Die Sonne knallt vom Himmel. Jo, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, schon die letzten paar Minuten, weil wir wollen ja auch ein bisschen was davon haben, ein bisschen Kondition aufbauen. Jetzt, wo es Sommer wird und die Wandersaison eigentlich schon begonnen hat. Ja, jetzt bin ich hier wieder am oberen, ja, Gipfel, nenne ich es mal. Und jetzt muss ich wieder irgendwo so in die Richtung, wo ich hergekommen bin. Da hinten fliegt schon die ganze Zeit irgendein Helikopter rum. Konnte aber noch nicht so richtig erkennen, was es für einer ist. Also Polizei oder Rettung oder keine Ahnung. Scheint fast so, obwohl die jemand suchen. So wie der hier rumkreist. Jo, da sind wir ja bald schon wieder beim Auto, Mensch. Ja, läuft so auf 12 Kilometer raus, heute ist doch okay. Ein bisschen Sport haben wir auch gemacht. Ein bisschen gefunkt haben wir einwandfrei. Und ja, ich bin mal gespannt, was die Powerbank am Solarpanel macht. Da oben kreisen die Falken. Ja, und hier ist diese ICE-Brücke. Da unten drunter ist ein Stausee. Der sogenannte Schönstedt-Speicher. Und die Grenze der ICE fährt dann hier in einen Wald. Das geht so richtig, ist so richtig ausgehöhlt in den Berg rein und endet in einem Tunnel. Und da würde die Grenze dann verlaufen. Da müssten wir aber irgendwie die ICE-Trasse überqueren und ja, müsste man davor wegen planen, wenn man jetzt sagt, man läuft den grünen Streifen mal als Weitwanderweg. Da müsste man solche Stellen davor ein bisschen planen, zumindest. So, schauen wir mal, was auf der Ampere-Anzeige steht. Ob man da was gerade lesen kann. Wo sind wir daheim? Na hier, 0,9 Ampere, also fast 1 Ampere. Und die Powerbank ist auf dem letzten Punkt am Laden. Na, ist doch ordentlich. Das ist eine 10.000er Powerbank. 2 Punkte hat es vollgeladen. Cool. Ja, mit dieser Temperaturanzeige verabschiede ich mich für mit dieser Temperaturanzeige verabschiede ich mich von euch heute. Ja, so rum. Das war's wieder von mir, euer Frankenranger. Ciao, ciao.